Und irgendwann müssen wir auch so einen Vorrat erstmal anlegen, dass wir auch regelmäßig immer Holz auf Tasche haben quasi. So, ab in die Hütte, ab zur Werkbank. Und dann bauen wir uns erstmal das Schwertchen. Abilities. Aha. Dann würde ich die Pickaxe einmal craften. Schade, die Angel hätte ich auch gerne. Und die Gießkanne sowieso. Die Gießkanne müssen wir ja auch haben. Wir brauchen ja Iron Shards, ne? Weil wenn wir anbauen wollen, müssen wir das auf jeden Fall upgrade to Level 1. Okay. Müssen wir ja Iron Shards haben. Was bringt uns denn eigentlich, wenn wir... Resourcing Gathering Damage. Das machen wir mal. Was passiert denn eigentlich, wenn wir eine Schmiede bauen? Ach so, da brauchen wir aber... Hui, 5 von denen. Okay, alles klar. Okay. Nein. Ich würde mal speichern. Lagerfeuer können wir auch bauen. Oh, hier so direkt vor der Tür. Schön so dem Sonnenuntergang entgegen und Sonnenaufgang. Das ist bestimmt voll cool. Fuel. Feuer. Input. Ah, hier können wir Fische braten. Hä, wie geil. Hab's mir jetzt auch geholt. Oh, cool. Geil. Ist immer gut. Ah, hier können wir also Fische braten an der Feuerstelle. Das ist ja geil. Oh, wir brauchen unbedingt eine Angel. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal zur Höhle. Weil wir brauchen diese Iron Shards. Aber wir haben jetzt das bessere Schwert, den besseren Schwert, ne? Da müssen wir jetzt erstmal das Schwert nehmen. Das müsste das sein, ne? Ja. Genau. Oder? Ja, das ist es. Okay. Das macht 7 bis 10 Damage. Critical Damage 8 bis 12. Und Speed Fast. Okay. Ja. Okay. Gut. Wir müssen aber auch uns um Nahrung kümmern. Das heißt, ich wollte ja eigentlich auch ein Dings bauen, ne? Aber wir haben ja ein paar Seeds. Ob wir vielleicht einen kleinen Garten bauen oder so? Hier hinten irgendwo hin? Hier neben das Häuschen oder so? Lass mal gucken. Wo konnte man das denn nochmal platzieren? Da. Können wir sogar bauen mit Clay. Guck mal. Dazu brauchen wir aber auch die Gießkanne, ne? Warte mal. Ich mach das mal, glaube ich, hier so hin. Hier vielleicht zwischen den Bäumen so. So. Gucken wir mal. Wie können wir das denn jetzt machen? Also. Ah, guck mal. Oh, wie geil. Hä? 1, 2, 3. Okay, 3 Plätze jeweils immer. Fangen wir hinten an. Plant all. Plant all. Plant all. Cool. Und jetzt? Harvest? Nee, okay. Wie gieße ich das denn? Muss ich das gießen oder geht das automatisch? Anscheinend kann ich jetzt... Wahrscheinlich muss ich mit der Gießkanne das machen. Deswegen würde ich jetzt erstmal zusehen, dass wir in die Höhle kommen. Wir haben 8 Beeren noch auf Tasche. Die würde ich mir mal eben verknusern. Ah, oh, die Musik. 3 haben wir noch übrig. Vielleicht auf dem Weg noch da irgendwie was sammeln. Zu essen. Gucken uns noch mal ein bisschen um, ob wir irgendwas finden. Wenn euch das gefällt, wie gesagt, ne, kauft euch das gerne auch. Es kriegt von mir jetzt keine Kaufempfehlung. Ihr müsst das selbst entscheiden, was ihr seht, ob das für euch okay ist. Wenn ihr es kauft, dann unterstützt ihr natürlich den Entwickler damit auch und wir werden mehr von solchen tollen Spielen sehen. So. Aber ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr da Geld investiert oder nicht. Ich habe es vom Entwickler kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, um euch das zu zeigen. Und es ist echt ein schönes Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, ich wäre auch so nicht drauf gekommen, wenn ich da... Weil das geht ja... So ein Spiel geht ja auch bei Steam unter. Weil ich hätte danach gar nicht gegoogelt oder gesucht oder irgendwie sowas. Ich hätte es, glaube ich, irgendwann vielleicht durch Zufall mal gefunden. Aber solche Spiele, solche Nischen-Games, die findet man auch ganz, ganz selten dann irgendwie auf Steam. Nur durch einen dummen Zufall.
So, jetzt haben wir wieder ein paar Bieren auf Tasche. Da sind auch noch welche und dann würde ich direkt in die Höhle gehen. Oder in die Höhle gehen wollen. Die ist auch hier die Richtung. Hier ist der Weg quasi dahin. Auf den anderen Inseln wird es bestimmt auch Höhlen geben. Da würde ich für wetten. Das erinnert mich auch echt stark an Diablo mit den Höhlen, dass du so runtergehen kannst, ne? Und dann kommt so eine andere Ebene, die geladen wird. Das ist halt schon sehr nah daran, ne? Nur halt so in Survival-Mechanik. So, wo gehen wir denn? Oh, da liegt auch Gold. Habe ich gar nicht gesehen. Lol. Jetzt haben wir schon 11. Wie konnte ich das liegen lassen beim letzten Mal? Okay, heißt es also genau umsehen. Wir müssen mal gucken, ob wir dieses Dings... Ah, hier. Da haben wir es. Diese Eisenscharts, ne? Ja, und wieder Level up. Sehr schön. Vielleicht sparen wir auch mal ein bisschen auf die Levels. Vielleicht können wir da ein bisschen... Weil wir brauchen ja auch mal ein bisschen mehr Punkte für höhere Sachen. So... Achso, da kommen wir ja... Okay, gut, dass wir die Brücke gebaut haben. So. Ja, jetzt sind wir gerüstet. Jetzt haben wir eine bessere Waffe. Jetzt schauen wir mal, dass wir auch diese Eisenscharts ein bisschen sammeln, weil wir jetzt wissen, wofür die sind. Und ich würde mal hier lang gehen und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Eisenscharts? Nee, normaler Stein. Das erkennt man dann immer daran, weil der Stein, der ist jetzt ganz normal einfach nur Stein. Und bei, wenn du zum Beispiel Kohle oder so hast, dann hast du dazwischen so schwarze Punkte oder bei Eisenschatz so silberne Flecken sind da noch mit drin. Dann kann man daran erkennen, ob da noch irgendwas anderes mit bei ist. So, hier ist nichts. Ne, kann man großartig runterfallen, haben wir schon festgestellt. Aber man spawnt da Gott sei Dank immer wieder da an der Stelle wieder, wo man runtergefallen ist. Na, mein Freund? Ja, das geht auf jeden Fall wesentlich schneller. Das muss man einfach festhalten. Oh, hier ist Kohle. Nehmen wir auch mit. Als nächstes kommt die... Haben wir die... Warte mal, haben wir die Pickaxe nicht gebaut? Wir haben doch zwei Sachen... Ich hab doch... Bin ich doof? Wir haben die Pickaxe gebaut, oder? Wir haben noch zwei Sachen. Das muss ich nochmal gucken. Ja, na, die Kiste noch oben stehen. Also in der Höhle. Das heißt, wir können ja an der Dings dran. Was mega praktisch ist eigentlich. Das heißt, wir müssen jetzt nicht extra nach Hause latschen. Den gucke ich nochmal eben. Die Spitzhacke. Ob wir die gebaut haben. Ob ich meine, wir hatten die, glaube ich, gebaut. Jo. Aber natürlich. Sehr schön. Damit können wir auch schneller abbauen dann. Das ist natürlich klasse. Brauchst du die Kohle für was? Wenn nicht, würde ich die Laternen, Feuerschein anmachen. Ja, für eine Fackel und so hatten wir die gebraucht. Ja, wir können es ja mal anmachen. Wir haben ja eine Fackel in der Hand. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Einfach nur Licht jetzt hier oder so. Kohle will man bestimmt nochmal irgendwie für was anderes gebrauchen. Ich glaube nicht, dass es nicht nur, dass es nur für Lichter ist. So. Links war, glaube ich, nichts, ne? Deswegen gehen wir mal hier lang. Genau. So, hier kam uns ja einer entgegen. Den haben wir schon geholt. Hier ist Kohle. Mal gucken, wie schnell das jetzt geht. Oh, 10. Hui. Da unten lief schon wieder jemand, glaube ich, gerade. Jo. Okay, zwei Schläge. Oh ja, hier Eisenscharts. 13 macht die Critical Damage. Das geht auf jeden Fall wesentlich schneller mit der neuen. Okay, hier ist sonst aber auch, glaube ich, auch nichts, ne? Ne, okay. Das heißt, hier ist Sackgasse. Gut, dann haben wir die Ecke der Höhle auf jeden Fall schon mal erkundet. Ich frage mich, ob es noch tiefer geht, ob es noch mehrere Etagen gibt.
So wie damals bei Diablo, wo du so die Treppe hattest, dann irgendwo mitten in der Höhle und dann ging es dann eine Etage tiefer in der Cave, wo du dann noch viel, viel tiefere Dungeon hattest. Das hier auch so ist. So. Die Musik ist halt auch echt gemütlich, ne? Schön entspannend. So, hier waren wir ja vorhin auch schon. Spawnen die eigentlich neu? Die Gegner? Ah ja, hier ging es auch noch weiter. Ich will nochmal hier gehen. Wie viel haben wir denn an Kohle noch? 23, ganz ehrlich. Machen wir das doch mal. Oh, die Musik hat sich geändert. Die hat aufgehört. Warum? Oh Gott. Ja, das geht ein bisschen zügiger. Mit dem Schwert, mit dem neuen, auf jeden Fall. Oh, wir haben irgendwie... Ah, okay. Der Buff ist, glaube ich, jetzt auf dem Schwert drauf, wenn ich das richtig sehe, unten links. Sehr schön. So. Oh ja, Gold. Oh ja, 16 haben wir jetzt. Juhu. Die 50 kommen immer näher. Aha. Wasser. Okay, hier ist Ende. Jawohl, Eisenscharz. Sehr schön. Gut. Da haben wir noch ein Fass. Mit ein paar Beeren drin, nice. So, dann ist hier aber auch erstmal auch alles abgefrühstückt. Das ist sehr gut. So. Dann gucken wir mal, was uns hier so erwartet. Hier ist wieder Kohle. Und ich glaube, das Game war auch, glaube ich, gar nicht von der Größe her so groß. Ne? Das war auch relativ klein. Richtig im Kopf habe. Ah ja, hier waren wir ja auch schon. Da sind wir nach unten gegangen. Hier haben wir auch schon... Okay, die Nester bleiben auf jeden Fall tot. Wenn wir da schon waren. Ich glaube mit den 2,2 GB. Ja, das geht ja. Ich glaube mit den Laternen kann man sich das gut markieren, wo man schon überall war und so. Guck mal da hinten. Oh Gott. Da ist auch noch irgendwas. Lass uns erstmal nach unten gehen. Hier war ja nur, genau, hier war die Sackgasse, aber hier ging es noch nach unten. Da sind Pilze, die würde ich noch mitnehmen. Haben wir schon 15. Kann man bestimmt irgendwie für eine Suppe oder so nehmen, dass man eine Suppe irgendwie kocht. Das gefällt mir gar nicht hier. So. Ich frage mich, wofür diese Masse ist, diese Darkness-Masse, die wir sammeln, die ja sehr gefährlich sein soll und so. Wo man das nutzen kann später. Oh Gott. Du sollst die Feuerschale anzünden. Nicht dagegen schlagen. So. Gut. So, hier ist nichts mehr. Hier auch nicht. Okay. Oh, was ist das denn? Oha. Oha. Oh, oh. Oh, 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 was?
Oh Gott, Hilfe, Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh, natürlich! Warte mal eben. Ohohoho. Ciao. Da muss ich aber los. Da muss ich aber los. Nein, da wo ich bin gleich tot. Nein! Alter, was? Ey, das ist echt wie bei Diablo, ne? Das ist halt echt wie bei Diablo. Alter. Vor allem, du musst ja erstmal die Nester killen, weil sonst spawnen die ja immer nach und es werden immer mehr. Uff. Das ist ja. Hui. Ja, wir spawnen im Bett. Haben wir denn unsere Sachen behalten? Okay, unsere Waffen und so haben wir noch, oder? Ja. Okay. Gold haben wir auch noch? Ja, haben wir noch. Okay, krass. Gut zu wissen. Es gibt also Boss-Arenen. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir auch leveln. Warte mal, wir konnten doch auch leveln, ne? Hatten wir nicht sogar Levelpunkte? Ja, 8 Stück. Oh Gott, okay, 8. Damage. 10% Damage mehr machen wir. Was haben wir hier? Extended Belt, extra Hotbar Slot. Critical Hit. Plus 10. Das machen wir mal. Dann haben wir noch 4 Punkte, 25 mehr Hilf. Guck mal hier, Alter Schwede, jetzt haben wir da unten mehr Hilf. Leck mich fett. Was haben wir hier? Hunger Drain Over Time, minus 25. Kostet 3 Punkte. Sehr schön. Cool. Sehr geil. Angel, haben wir die Chart. Ja, wir könnten jetzt eigentlich die Gießkanne bauen, ne? Wir müssen nur ein bisschen Holz und so haben. Würde ich mal ein bisschen Holz sammeln. Das war ja spannend. Das wird dann noch ganz interessant dann. Oh, es fängt an zu regnen. Nein. Ah, hier kann man bestimmt angeln, weil da so ein Kreis im Wasser ist. Da schwimmen bestimmt die Fische oder so. So, wir noch ein paar Fasern noch mal mitnehmen hier von dem Busch. 20 haben wir dann. Ein paar mehr mitnehmen. Ja, noch bei uns vor der. Ah, jetzt regnet es. Jetzt werden ja sogar die Pflanzen ein bisschen nass, ne? Die wir hier angebaut haben. Oder unsere Seeds. Das ist doch schon mal ganz gut. Wo sind sie denn? Sieht man das irgendwo? Ob die. Oh ja, auch guck mal. Oh, die wachsen. Oh, a fresh spawning plant with a long growth cycle ahead. Das heißt, es ist noch nicht ganz fertig, ne? A fresh spawning blueprint, okay. Auf jeden Fall ist es jetzt nass. Ich würde trotzdem mal die Gießkanne bauen. Und die Angel können wir auch bauen. Komm, let's go. Wir müssen mal gucken, können wir denn mit dem Skillpoint einen weiteren Slot irgendwie erweitern? Hier war das, ne? Kostet 2, machen wir mal. Dann haben wir noch 5 Punkte. Dann würde ich, glaube ich, Hunger Time minus 25. Und dann haben wir noch 2, dann spare ich mir die nochmal. Attack Speed plus 5. Das können wir auch mal machen. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal angeln. So.
So, unsere Angel ist... Wo? Hä? Wir haben unsere Angel... Ah, da. Okay, jetzt haben wir sie. So, Angel. Und da ist unsere Gießkanne. Watering your corpse. Okay. Use your watering cans ability key to water your corpse. Farms need to stay watered and grow. Okay. Refill. Okay, wir müssen einen Brunnen bauen. Grow your farm with automatic watering systems. Ach, krass. Okay, wir müssen einen Brunnen bauen. Man kann die, glaube ich, nicht hier auffüllen, ne, oder? Oder ist sie jetzt voll? Kann ich hier gießen? Geht das? Hm, anscheinend nicht. Aber angeln können wir. Wie funktioniert denn das? Mitten in der Nacht beim Sturm. Bei Regen und Sturm fangen wir jetzt an zu angeln. Bei Regen und Sturm kommt der Nippelwurm. So. Kann ich hier angeln? Anscheinend ja. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ach so, ich muss da drücken. Im richtigen Moment wahrscheinlich, ne? Na? Okay, ich probiere nochmal aus. Ach cool. Man muss genau auf diesen Ring immer treffen. Ah, fuck. Wie gemein. Nahrung. Ja, juhu, drei Fische. Erstmal direkt am Grill schmeißen. Fackel an. Obwohl, das Lagerfeuer geht jetzt aus, ne? Wenn wir es anmachen, oder? Ich probiere es einfach mal. Nee, anscheinend nicht. Doch, es geht aus. Okay, alles klar. Ich verstehe. Schön wäre, wenn wir drinnen, glaube ich, einen Kamin hätten. Oder, nicht Kamin, aber so ein Grill. Müssen wir bestimmt freischalten erst. Oh, wir können die Schmiede bauen, wenn wir wollen. Wäre, glaube ich, mal interessant, ob wir dann neue Blueprints kriegen. Bau die mal hier so hin. Was können wir denn da machen? Boost. Okay. Input. Ah, okay, da können wir einfach nur schmelzen. Da kriegen wir dann wahrscheinlich Barren. Schätze ich mal ganz stark. Oh, hier Dekoration. Schränke, Tische. Den Brunnen. Was brauchen wir denn für den Brunnen? Steine und Holz. Okay. Nein, hör auf da rumzuhauen. Gut, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen jetzt an der Stelle, glaube ich, erstmal Schlafenzeit. Sleep. Das sollten wir jetzt mal machen. Mit der Fackel in der Hand habe ich geschlafen. Ein neuer Morgen bricht an. Und das machen wir beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Ich finde es richtig gut. Es macht echt Spaß.